Es ist 17.56 Uhr. Ich begrüße euch zu Super Mario Maker für den Nintendo 3DS. Es ist jetzt, wenn ich die Aufnahme anfange, 17.56 Uhr. Das heißt, 18 Uhr Upload ist so ziemlich ausgeschlossen. Aber ja, ist ja mal wieder typisch hier. Unaktuelle Uploads und Zwangfrost. Kommt dann wahrscheinlich um 20 Uhr dieses Video. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ja, ich bin in den letzten Tagen ein bisschen durch den Wind und ja, auch an den freien Tagen kann es passieren, dass dann sie etwas verspätet. Ja, los geht's mit dem Part. Wir betreten den Speicherbot bei meinen eigenen Levels und betreten heute Welt 1 der selbstentwickelten Spiele, wie im letzten Part schon angekündigt. Ja, das sind meine eigenen entworfenen Spiele. Hier ist sie, die Welt 1. Auf geht's in Level 1.1. Mario, Hunger Games, Survival. Ja. Varo. Ja. Ein bisschen ein Hommage an Varo. Maro. Mario. Oha, ein Buhu. Scheiße. Eine Blume. Ja, den kriegen wir nicht. Gebacken. So, hier durch. Ich versuche alles zu aktivieren, damit ihr seht, wie das läuft hier. Wie das aktiv ist. Halt irgendwie wie die erste Welt aufgebaut bisher. Da kommen Gumbas aus der Röhre. Hier ist Feuer. Halt im Varo-Stil. Habt das bemerkt. Oh, ein Hammerbruder. Habt das bemerkt. Den ersten Block, den ich zerstört habe. Der war angelehnt an Varo. Minecraft Varo. Jährlich stattfindend. Man muss erst groß werden, um ihn zu zerstören. Dann kann man raus. Ja, und weiter geht's ja ums Überleben. Nur einer kann überleben, wird es Mario sein. Hops, hops, hier wird's schon ein bisschen schwerer. Ja, check the point. Eine fliegende Piranha-Pflanze. Nice. Und ein Sternchen. Hier gibt's einen Koopa, hier gibt's einen Pilz. Uha, oha, da bin ich ja wohl aus Versehen reingefallen. Die Todesgrube. Aus Versehen. Natürlich aus Versehen. War nicht Absicht, um es euch zu zeigen. So. Und was man eigentlich machen muss, ist das hier. Attacke! Da steht auch hell oben drüber, wenn man es richtig sieht. Die erste Tor. Die erste Tür. Okay, die führt hier hin. Ja, den Block kann ich scheinbar nicht aktivieren. Schön, dass ich ihn hingebaut habe. Bin ich hier der lange Lunatsch. Die zweite Tür. Die führt hier hin. Oh, 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 oh. Feuer. Feuer. Ah. Einmal zu viel durch die Tür gegangen. Ups. Ja, da kann man auch abkratzen. Ach, ich habe 8 Leben. Okay. Stand da nicht 3 Leben. Und schnell hier rüber. Irgendwas sagt mir, dass ich diesen Stern brauche, um das Level zu schauen. Ja. Gut, eine Tür im Nix. Die ins Nichts führt. Ja, dann wissen wir jetzt wohl, welche Tür übrig bleibt. Huah! Nehmen wir die hier, die mittlere. Die mittlere von rechts aus. Die zweite von rechts. Und die Zielflagge. Ganz viele Monster auf dem Weg zur Zielflagge. Ja. Durchwaschen mit dem Star. Creepy Nightmare of a Dwarf. Schon das nächste Level. Habe ich jetzt auf einmal 16 neben. Ach du Schande. Darum kann ich mir Zeit lassen. Hier steht in Münzenschrift geschrieben, dick. Ein Grabe. Okay, hier kann ich nicht hoch. Nein,
Das habe ich gut gebombt. Man muss also runter in den Boden als Zwerg sich hineingraben in die Erde. Ich zeige auch immer wieder alle Sachen, die ich eingebaut habe. Ich demonstriere das alles. Auch alle Fehlmöglichkeiten. Ja, das ist zum Beispiel eine Fehlmöglichkeit. Man kann die Blume nur bekommen, wenn man klein ist. Das heißt, man sollte den Pilz am Anfang nicht aktivieren. Tja. Das habe ich tatsächlich nicht mit Absicht gemacht. One up. Der Buhu kommt schon angeschwebt. Hops. Da ist er wieder zurückgesetzt. So. Hui. Oha. Da hat mich der Buhu das getroffen. Nein, 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 nein. Nicht den Pilz. Nicht den Pilz. Das war, wie ich schon gesagt habe, ein Fehler. Da sieht man, dass ich es nicht aus Versehen gemacht habe. Na doch, dass ich es aus Versehen gemacht habe. Nicht mit Absicht. Ja, weil an diese Blume kommt man nicht ran. Kommt man nur ran, wenn man klein ist. Da passt man nichts dazwischen. Och. Und der Panzer, der grüne Panzer. Jo. Ein Creepy Nightmare of a Dwarf. Ja. Der gruselige Albtraum eines Zwergen. Ungefähr so heißt es auf Deutsch übersetzt. Den Pilz nicht bekommen, den Schrubb-Schrubb-Schrauber. Hammerbruder! Das finde ich aber Hammerbruder. Das finde ich ja sehr Hammer von dir, Bruder. Diesmal nicht den Pilz aktivieren. Ja, ich grabe ja schon. Runter in die Höhle. Digging a hole. Oha! Nicht von den Kobra gekillt werden. Und jetzt kann man da rein. Ich präsentiere euch, wie man da reinkommt. Nicht. Oha. Gefährlich nahe. Der Buhu hier. Der Para-Buhu. Mit Flügeln. Oha. Der kommt mir zu nah. Oh, Schreck. Oh, Schreck. Ich muss da irgendwie rein. Oha. Ja, so kann man auch sterben. Irgendwie muss ich ja den Part füllen hier. Nein, nein, nein. Oh, fast wieder passiert. Fast pervers passiert. Okay, vorsichtig. Ich will alles zeigen, was hier passiert. Also die Blume aktiviert. Ja, da kommt man dann so rein und dann hat man die Blume. Hopp. Aufpassen, dass der Buhu einen nicht trifft. Sonst ist die Blume schnell wieder weg. Und dann der Buhu zurückgesetzt. Zack. So. Dann greife ich mir auch noch den hier. Dazu muss man hier auf dem Block sein. Und zack. Und da ist die Blume eigentlich hinüber, aber was soll es? Mist, da habe ich schon wieder meinen Schrumpf verloren. Ah. Das habe ich komisch programmiert. Das musste aber irgendwie so sein, weil dann die Linie vorbei war. Uha. Hops. Das überstehen. Check the point. Und weiter geht's. Mit dem Albtraum eines Zwergen. Bowser! Wo ist er hin? Der steht da eigentlich auf dem Brett dort. Springt gerade, ist gerade runtergesprungen. Passiert. Zack. Gibt's eine Blume? Ja, die würde ich aber nicht raten, sich abzuholen. Es könnte ein bisschen schnifflig werden, das könnte tödlich enden. Ja. Kugelwilli. Eine gute Animation für die Trampoline. Ach du Scheiße, und ich bin wieder klein. Und da kommt man sehr schwer durch. Und dann startet man von hier aus wieder an der Fahne, an der Checkpoint. Check the point. Ja, von dort aus muss man es auch mal schaffen können. Ja, man muss das ja alles austesten, man muss das ja alles probieren, bevor es abgesegnet wird vom Spiel. Das Spiel will ja, dass man das einmal durchspielt, komplett und dann einmal von der Fahne ab, damit es voll ist. Vielleicht werdet ihr es auch nochmal sehen. Ich habe nämlich, soweit ich mich daran erinnern kann, Bowser sprang zu hoch. Soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich ein Level noch nicht abgeschlossen. Das werde ich dann vielleicht mit euch alleine mit euch zusammen machen. Nicht alleine werde ich das machen, sondern mit euch zusammen. Check the point. Habe ich schon gecheckt, den Point. So, wir schaffen wir vielleicht irgendwann mal aus diesem Nightmare, aus dem Albtraum rauszukommen. Das ist wirklich ein Albtraum.
Wenn man das Level nicht kennt, dann ist das noch mehr ein Albtraum. Vor allem, wenn er jetzt hier hochspringt. Ja, gerade hat es uns sehr gut getroffen. Nämlich gar nicht getroffen. Ja, die Blume, die sollte man lieber dort lassen. Die ist scheiße einprogrammiert. Die ist nur eine Falle. Es ist eine Falle. Ja, es ist eine Falle. Ja, den kann man nichts tun, außer man ist groß. Dann kann man den natürlich runterfallen lassen. Wow, den kann ich kaputt machen. Die heiligen Trampoline. So in etwa. Da kann man drauf springen. Und zack, jetzt runter hier. Ja, mal überstanden. Chip, chip. Chip, chip gefesselt an Dings. Blume. So kann man es aktivieren. Da oben ist noch ein Pfad, den müssen wir vielleicht ausprobieren. Noch ein Pfad, den man gehen kann. One up. Nice. Dann haben wir das Level geschafft. Ach komm, ich gehe den Level, den Weg nicht. Nein. Könnt ihr selbst machen, wenn ihr das irgendwann mal habt. Belief. Glaube heißt das nächste Level. Ja, glaube. Glaube, dass du da runterfallen kannst. Ah! Glaube, dass du fällst. Ja, bietet sich vielleicht an, wenn ich mal irgendwann mal in ferner Zukunft mal irgendwo mich mit jemandem treffen sollte. Bei einer Sommertour oder sowas. Mal bei irgendeiner Aktion irgendwie mal jemanden in der Stadt treffen sollte und der mich erkennen sollte. Ich habe meinen 3Ds immer auf Reisen mit. Dann packe ich vielleicht mal den Mario Maker für den 3Ds ein und dann Trust steht dort in Münzen geschrieben. Ja. Und dann kann ich euch ja die Levels übertragen. Die kann man leider online nicht vertreiben hier. Oha, die Wolke, die ist mordsgemein. Aber über den direkten Modus geht das. Also ihr könnt, wenn ihr auch Mario Maker habt, für den 3DS, ich meine Levels runterladen, wenn ich bei euch bin. Zack, uha! Das ist eine gefährliche Stelle. Eine sehr gefährliche Stelle. Und das ist ein Scoring-Level, wer es noch nicht bemerkt hat. Hui, hier hoch, da gibt's Münzen. Mario Bros. 2. Like. Nur Super Mario Bros. 2. Nicht Mario Bros. 2, das ist dann anders. Hui, hier sind wir oben. Sind wir weitergekommen als ich manchmal. Im privaten Spiel. Hui, jede Menge Gegner. Zack, hier hoch. Tja, da kann man auch sterben. Lucky 2. Hier gibt's einen Musikblock. Einen Soundblock. Habe ich fälschlicherweise dorthin gebracht. Durch die Tür. An die Zielflagge. Da gab es auch einen Sound. Spitze. Haben wir es geschafft, das dritte Level. Die Geisterkluft. Oh shit. Und da ging die Kamera aus. Kamera-Akku leer. Huha! Ein Geisterlevel. Ein Geisterhaus. Huha! Mit Knochen trockens. Huha! Geister, Geister, Geister und ein Score in Geisterhaus. Ah! Ja, ich habe gerade schon ein bisschen geguckt. Das Level wird vielleicht ein bisschen, dieser Part wird eventuell ein bisschen kürzer. Ach, wieso Block, wie mache ich diesen Block immer? Ah, ich bin doch doof. Ich verpasse es immer wieder. Die Kluft. Ja, hier geht's steil bergab. Es bleibt die ganze Zeit unten. Och nein, und ich aktiviere das Teil schon wieder. Ach, ich bin doch doof. Na komm. Ach, auch noch ein Zeitlimit. Das habe ich mir super ausgedacht. Und ich habe schon wieder aktiviert. Wie doof bin ich eigentlich? Ja, man darf Fehler auch nicht fünfmal hintereinander machen. Das ist dann auch ziemlich doof. Ha. Ha. Da muss ich mit Y springen. Schwärze. Alles voller Schwärze. Ich würde auch wieder der Bildschirm schwarz, wenn ich ja verkacke. Man muss sich hier ein bisschen beeilen. Hier drauf landen und da bin ich drüben. Hier ein Buhu drin. Na, natürlich ist da ein Buhu drin. Und hier drüber auf die Kugel Willi Basis hier. Kanone. Und Anlauf. Zack. Unten ist Stachel. Der Boden ist aus Stacheln. Sollte man nach Möglichkeit nicht drauf springen.
Geronimo! Huaha! Ich hatte so viele Möglichkeiten. Wie viele Leben hatte ich? Sehr viele. Ich spiele es hier nochmal. Von Anfang. Ach, ich bin doch doof. Das hört hier auch nicht mehr auf. Das ist eine Abschlussprüfung. Au. Hops. Komm, das schaffst du, Mario. Die meinen Klassenkameraden gegeben, die Levels. Durfte der mal auf meinem 3DS spielen. Der hat das nicht hinbekommen. Der ist Level 1 nicht. Der hat aber auch lange nicht mehr gespielt. Der hat lange kein 3DS mehr in der Hand gehabt. Der ist auch aus der Übung raus. Ich dürfte eigentlich relativ in der Übung sein. Ich spiele ab und zu mal Mario. Ab und zu mal, also nicht sehr oft. Also ist ja nicht so, als ob ich gerade 2 Mario Let's Plays am Laufen habe. Nein. Und der Klassenkamerad, der kam da ja auch nicht mit zurecht. Also für Anfänger sehr unfreundlich, diese Levels. Meine selbst erstellten Levels. Sollte schon zumindest fortgeschrittener sein. Das hat mich dann schon gefreut. Also das war so ein kleiner Erfolgsmoment für mich. Dass ich dann doch sehe, dass ich zumindest einen minimalen Skill habe. Dass ich dann doch schon fortgeschrittener bin. Dass es Leute gibt, die ja halt mehr Anfänger sind als ich. Ach, das hätten wir sehr schnell geschafft, aber scheinbar halte ich mich am letzten Level sehr lange auf. Die anderen habe ich relativ schnell geschafft. Ja. Und euch so. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so macht. Euren Sonntagabend verbringt. Ja. Hopsidi hops. Da nicht runterfallen. Ne, verbringt den Sonntagabend wahrscheinlich damit mir zuzugucken, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ihr armen Säcke. Und treuen Abonnenten. Also, das muss ich mal sagen, wenn man sich das hier antut. Das ist man schon ganz geilo hier. Ich versuch's natürlich bestens zu moderieren, das Beste draus zu machen, aber wenn man sich meine Skills anguckt. Ja, Mario-Zuschauer von meinen Mario-Let's Plays, ja, das sind nice Dudes. Das sind die Besten. Ich würde mal sagen, damit das jetzt hier noch in einem Maß bleibt, wo ich sagen kann, ja, das kann ich euch zumuten. Sagen wir, 10 Leben habe ich noch, 10-mal darf ich noch abkratzen, dann mache ich auch Schluss, dann gebe ich auf, dann mache ich einen Rage Quit. Na, Rage nicht, aber Quit. Ich reg mich nie wirklich auf. Na doch, also, aber selten. Seltenst. Selten, sehr selten. Mario Seelands, den letzten Part, den habe ich im Rage Quit beendet. Da habe ich dann gesagt, nee, komm, scheiß auf die Levels. Das wird hier eventuell auch gleich passieren. 8 Leben. Ich zähle mit, ihr zählt mit. Da bin ich wirklich jetzt hier 0 Toleranz. Grenze. 7 Leben. Ich will euch ja auch nicht mehr zumuten. Das muss ja auch irgendwann vorbei sein. Nach dem 100. Versuch hier. Man darf mich dann auch mal. Muss mich auch mal zusammenreißen oder einfach mal sagen, ja, so blöd dafür. Das Level ist zu schwer oder ich bin zu doof. Ich vermute eher zweiteres, aber das Level ist auch wirklich schwer. Glaubt mir. Noch nicht hier am Anfang.
Am Ende wird es noch schwerer. Vor allem diese Abstände hier, das darüber springen. Das ist wirklich nur mit Y zu schaffen, mit dem Anlaufsprung. Und das hier vor allem. Ja. Ihr seht selbst. 6 Leben sind es jetzt, glaube ich. Ja, 6 Leben. 6er. Gleich ist es vorbei, Leute. Gleich ist es vorbei. Entweder schaffe es oder ich höre einfach damit auf. 5 Leben. Auf jeden Fall. Gleich muss es vorbei sein. Egal wie, es ist vorbei. 4 Leben. Ich schätze, ich weiß schon, wie das endet. Kann ich euch das Ende des Levels nicht zeigen? Doch, das werde ich euch zeigen im Baumodus. Sollte ich das hier jetzt nicht schaffen. 3 Leben. Zwei Leben. Ja, ich habe schon erwartet. Unos, Lebos. Zack. Jetzt nicht vergeuern, ein bisschen anstrengen. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, dass du es aufhören darfst. Konzentration. 0 Leben. Okay, komm, ich mache noch einen Versuch, einen finalen Versuch jetzt hier und dann zeige ich euch das Level im Überblick hier. Im Maker. Im Baumodus. Okay, da kommen wir jetzt schon einigermaßen locker drüber. Okay, das ist wirklich so gedacht, dass man hier auf den Block springt und dann hier, hops, nicht verkackt. Okay, das war's. Mal hier durchs Level. Das habt ihr hier alles gesehen, da fällt man runter. In den Blocks sind auch noch Sachen drin. Okay, ach, da sind Münzen drin. In 1 und 3 sind Münzen drin und da ein Buhu. Okay, da geht's runter. Der die Buhus hier auf dem Boden glitschend. Und da hier, der Menge Stacheln, wenn man da runterfällt, ist man wirklich am Arsch. So, bis hierhin bin ich immer gekommen. Und bin ich immer runtergefallen. Wenn man weitergekommen wäre, wir würden einen hier Feuerflammen begrüßen. Ich kann es mal ab hierhin spielen, vielleicht ist es dann schön. Und mal, Scrolling Level geht natürlich auch noch weiter. So, da kommt man hier hoch. Zack, zack, zack. Das Unsichtbare. Huha! Prekäre Sache. Trampolin! Da muss ich wahrscheinlich weit springen. Ja, natürlich. Da werden wir auch runterfallen können. In die Schlucht. Ja, und da ist der Checkpoint. Checkpoint. Dann geht's hier weiter. Zeig's euch mal so. Check the point. Das ist dann sowieso nochmal ab der Hälfte machen müssen. Da kommt ein Buhu raus, da kommt Knochentrockens raus. Da kommen auch nochmal Buhus. Und da oben ist noch irgendwas versteckt, ein Secret im Level. Hier geht's runter, da gibt's ein paar Münzen und eine Konstruktion von Trampolin. Muss man hier drauf hüpfen und nicht die Stacheln berühren. Nicht so wie ich. Dann geht's jetzt rauf. Bis zum Ziel. Nein, nicht bis zum Ziel. Kann man das dann auch hier so machen? Ich mach's mal exemplarisch hier. Kann man dann hier so rüber hopsen und dann ist man hier auf dem Brettchen hier und dann macht man Anlauf und zack an die Fahne. Ja, und dann hat man das Level geschafft, wenn man es richtig gemacht hat. Und nicht an down fällt wie ich. Sollten euch meine Levels gefallen haben, sollte euch das Let's Play, dieser Part gefallen haben, wie ich meine eigenen Levels gespielt habe, lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt mit mir. Nächsten Part, dann hier Welt 2, da habe ich auch nochmal 4 Levels erstellt und Welt 3 habe ich dann auch nochmal 4 Levels erstellt, also für den nächsten Part hier 2. Jetzt dann im nächsten Part weiter. Bis dahin habt noch eine angenehme fastliche Zeit. Gehabt euch wohl und haut vor allem Rinne. Ciao, ciao.